Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur neuen Wochenbotschaft der Engel vom 14. bis zum 20. Juni schon. Und ja, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Das ist echt mega. Und wir haben zwei Portaltage. Nein, wir haben einen Portaltag und zwar am 16. 16. Juni ist ein Portaltag und wenn du bei meinem Lichtwandelkreis inklusive Portaltage dabei bist, ist an diesem Tag auch wieder eine Energieübertragung für dich. Und ich habe jetzt nachträglich ja nochmal den Lichtwandel angeboten zum 10. Also wenn du jetzt dieses Video noch rechtzeitig schaust, dann kannst du dich noch anmelden. Und da gibt es für dich eine Energieübertragung direkt an der Sonnenfinsternis am 10. Und es ist auch Neumond an diesem Tag. Und ja, es haben sich so viele schon angemeldet und es ist so eine schöne Energie. Ja, ich freue mich, euch wirklich da in den Portaltagen zu unterstützen energetisch. Und ist eine ganz, ganz schöne Sache. Und ich freue mich auch über eure Feedbacks. Ganz, ganz lieben Dank. Auch wenn ich nicht auf alles antworten kann, seht mir das bitte nach. Es ist einfach zu viel, kann man nicht drauf antworten. Deswegen bedanke ich mich auch immer noch mal hier in meinen Videos für eure ganz lieben Feedbacks. Ja, ich würde sagen, dann starten wir mal rein in die Karten und ich wünsche dir ganz viel Spaß. So, ihr Lieben, da können wir auch schon starten. Und zwar gibt es diese Woche wieder das Orakel nochmal wie letzte Woche. Es hat euch super gut gefallen. Und zwar habe ich für alle Lebensbereiche jetzt mal Allgemeinbotschaften hingelegt. Also es ist kein Auswahl-Orakel. Du kannst dir aber im Anschluss für jeden Lebensbereich eine Frage stellen. Und ich ziehe mit den Lenormand-Karten Antworten auf deine persönliche Frage in allen Bereichen. Und wir fangen links an mit dem Beruf, Beruf und Berufung. Dann kommt die Liebe. Dann kommt eine allgemeine Botschaft oder nee, da kommt glaube ich erst die Chakren und dann rechts die allgemeine Botschaft. Und ihr könnt euch, wie gesagt, viermal eine Frage stellen. Und ich starte, ich habe mir vorne auch die Lenormand-Karten schon in die Flügel gelegt mit dem Spray, was dabei ist. Das nutze ich jetzt auch einfach mal, bevor ich hier starte. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wenn es losgeht mit der linken Seite, mit Beruf und Berufung, was uns da in der kommenden Woche erreichen soll. Und da haben wir den Flow. Ja, es kommt wieder mehr Flow rein. Ich hatte euch ja auch im letzten Video gesagt, bis zum 10. kann es noch ein bisschen holprig sein und dann geht es wirklich auch vorwärts. Da kommt wirklich Energie rein, positive. Und der Flow steht natürlich auch für positive Energie. Alles ist im Fluss. Und diese Karte bringt jetzt Bewegung in all deine Blockaden. Stelle dir mit dem Symbol ein Energiewasser her und arbeite heute mit dieser Karte. Die Engel erhöhen deine Schwingung und richten dich neu aus. Genieße diesen Flow und nutze ihn für deine Kreativität. Sei offen für himmlische Eingebungen. Ja? Wenn du die Karten hast, das sind ja eine meiner ersten Karten, die noch handschriftlich waren auch. Ich liebe einfach auch ihre Energie. Dann mach dir ein Energiewasser. Hier kannst du auf den Kreis das Wasser draufstellen. Aber auch alleine durch das Schauen des Videos und wenn ich jetzt arbeite hier für dich, dann fließen auch diese Energien in deinen beruflichen Bereich. Also wenn es da ein bisschen, ja, holpriger war, sage ich mal, dann kannst du jetzt feststellen, in der Woche, es wird besser. Ja, du hast vielleicht so eine Stopptaste gehabt und da geht es jetzt wieder vorwärts. Ne? Vielleicht haben Projekte gestockt, vielleicht haben ja, deine Aufträge gestockt, deine Projekte gestockt und jetzt geht es wirklich vorwärts. Jetzt kommt so ein Push nach vorne. Und ich habe auch die Erzengel-Jophiel-Pyramide, die gelbe, die unterstützt uns ja auch sehr stark bei beruflichen Themen. Und die wirkt natürlich jetzt auch nochmal für dich. Also wenn du jetzt an deine Themen denkst, dann kann die Energie auch da reinfließen. Und du darfst dir jetzt deine persönliche Frage stellen im Thema Beruf und Berufung. Und ich ziehe uns Karten mit den Lenormand-Karten als Antwort auf deine Frage. Die hat schon gestockt einmal. Und dann gucken wir mal, was da für Karten fallen von den Lenormand-Karten. Also es kann in allen Bereichen sein, entweder bist du selbstständig, angestellt, du bist vielleicht arbeitslos. Also in all diesen Themen kannst du dir deine Frage stellen. Ja, und es sind 5 Stück gefallen. Ja, und es geht los mit dem Reiter, die Sterne, der Schlüssel, der Baum und der Anker. Und der Anker steht ja selber auch für den Beruf.
Also es geht vorwärts im Beruf, es geht um das Sichtbarwerden. Ja? Vielleicht hast du da immer noch so ein paar Probleme gehabt mit der Sichtbarkeit. Der Park steht für die Öffentlichkeit, also du gehst mehr raus, die Öffentlichkeit sieht, was du machst. Vielleicht hast du dich vorher nicht getraut, mit deiner Selbstständigkeit rauszugehen und du traust dich jetzt wirklich auch sichtbar zu werden. Also es geht um deine Außenwirkung. Das Gleiche gilt aber auch, wenn du angestellt bist, dass du vielleicht dich mehr traust, ja, dass du deinem Chef vielleicht mehr Dinge erzählst oder mehr fragst, einfach mehr präsent bist. Ja, und wir haben den Reiter und den Schlüssel. Steht auch beides für den Push nach vorne. Also ich finde es mega, wie die Karten wieder zusammenpassen. Der Reiter steht fürs Vorwärtskommen, du kommst vorwärts und der Schlüssel steht natürlich auch für deinen beruflichen Erfolg. Wenn du zum Beispiel jetzt vorhattest, um eine Gehaltserhöhung zu bitten oder so, wäre jetzt auch ein richtig guter Zeitpunkt dafür. Vielleicht findest du auch jetzt endlich einen Job, wenn du längere Zeit arbeitslos warst. Da kommt wirklich eine Bewegung rein und die Sterne stehen auch nochmal natürlich für die spirituelle Kraft, aber auch für deine Klarheit. Du weißt plötzlich, was zu tun ist. Du weißt einfach, was du machen musst. Vielleicht warst du vorher auch unklar, vielleicht auch im Bewerbungsschreiben unklar in deinen Texten, wenn du was öffentlich machen willst. Und da kommt jetzt wirklich eine Klarheit rein, eine Richtung rein, was du wirklich möchtest. Also das fühlt sich beruflich richtig, richtig gut an. Also lass dich da im beruflichen Bereich auf keinen Fall ja unterdrücken, sage ich mal. Also leb das auch. Leb das wirklich. Also trau dich wirklich, den nächsten Schritt zu machen. Fühlt sich mega gut an. Ja, dann haben wir die zweite Karte. Das ist Liebe und Partnerschaft oder auch Liebe und Freundschaft. Und da gucken wir uns mal die allgemeine Botschaft an. Hey, wow, da kommt gleich die Hochzeitskarte. Das muss jetzt nicht gleich heißen, dass du heiratest. Es kann auch sein, dass du zur Hochzeit eingeladen bist. Wir haben ja jetzt Mai, Juni. Da sind ja natürlich auch immer viele Hochzeiten. Vielleicht bist du eingeladen. Und wenn es jetzt um deine spezielle Beziehung geht, kann es natürlich bedeuten, dass du heiratest oder aber, dass da eine Hochzeit kommt. Ja, es muss nicht immer gleich eine Hochzeit bedeuten. Und diese Karte teilt dir mit, dass du bald heiraten wirst oder jemand in deinem nahen Umfeld. Falls du bereits verheiratet bist, deutet diese Karte dir eine Verbesserung deiner jetzigen Situation an. Mache diesen Schritt nur, wenn du hundertprozentig sicher bist. Ja. Also es geht wirklich darum, dass eine Verbesserung auch kommt. Wenn du vielleicht Schwierigkeiten hattest, kann es sein, dass du jetzt besser dich unterhalten kannst mit deinem Partner, dass du einfach, dass es einfach wieder so eine Hochphase kommt. In Freundschaften kann das auch bedeuten, dass da Versöhnungen stattfinden, dass du dich aussprechen kannst, wenn schwierige Zeiten da waren. Oder aber auch, dass eine Hochzeit kommt dadurch, dass du die ganze Sache sortierst. Ja? Also wenn du dich traust, auch auszusprechen, dass Leute aus deinem Leben wieder rausgehen, ne, das kann auch diese Hochzeit bedeuten, dass du einfach ehrlich und klar mit dir selber bist und dann mit dir selber im Reinen bist. Ne, das steht für Freundschaften jetzt an, da mit sich im Reinen zu sein. Auch nur die Zeit zu verbringen mit Menschen, wo du sagst, ja, das ist absolut stimmig. Und wenn du merkst, nein, das passt nicht, dass du dann auch wirklich zu dir stehst und aus dieser Situation wieder rausgehst. Das ist ganz wichtig. Das wird sich jetzt in den nächsten Monaten auch in Freundschaften noch mal sortieren. Und du darfst dir jetzt deine Frage stellen. Ich werde jetzt noch mal mit den Lenormand-Karten arbeiten. Du kannst das Thema Liebe nehmen, aber wenn du gerade in Freundschaften ein Thema hast, kannst du auch da deine Frage stellen. Und wir schauen mal, was da für Karten fallen. So, und das sind 4 Stück, sind gefallen. Das ist der Fuchs, der Herr, die Schlange und die Sterne. Ja, und da geht es auch darum, spirituelle Kraft. Vielleicht bist du auch auf dem Weg. Das kann natürlich sein, dass sich deine Spiritualität jetzt verbessert in dieser Zeit, in dieser Phase, überhaupt in den Energien, die jetzt gerade auch stattfinden. Super gut möglich. Aber es kann auch sein, dass dir immer mehr Klarheit reinkommt in Freundschaften, in Beziehungen, was du eigentlich willst. Und du merkst auch, du kannst nicht mehr zurück.
Ja, wenn du merkst, vielleicht eine Beziehung ist zu Ende, du kannst einfach nicht mehr das Ding zurückdrehen und du spürst auch, dass eine Veränderung kommt, dass der nächste Schritt ansteht und du einfach auch durchgehen musst. Du kannst einfach nicht mehr so ein Spielchen mitspielen von Unehrlichkeiten. Ja, das wird jetzt immer schwieriger werden. Ja, die Schlange steht auch für Umwege. Da kann es nochmal Umwege geben, auch nochmal vielleicht ein Hin und Her, aber nicht mehr so viel. Wenn du jetzt so eine Beziehung hattest, wie so diese Dualseelen-Thematiken manchmal haben, on-off, on-off, dann wird das nochmal ein on-off geben, aber das wird dann auch so zu Ende gehen. Ne? Also nicht mehr, wenn du das schon jahrelang gewohnt bist, dieses Hin-Her, da kommt jetzt eine Klarheit rein und du wirst dich entscheiden für einen Weg. Ne? Dann ist noch die männliche Hauptperson gefallen mit dem Fuchs. Und wenn man das nochmal zusammendeutet mit der Schlange, kann es auch sein, dass da irgendwelche Sachen auch sind mit Eifersucht, dass du vielleicht eifersüchtig bist auf eine andere Frau in der kommenden Woche. Wo dein Herzensmann so ein bisschen, was weiß ich, flirtet in der Art und Weise, was dich einfach stört als Partnerin. Ja, also da kann es auch wirklich sein, dass die Schlange dann sogar für eine Geliebte steht, dass dir das irgendwie bewusst wird. Vielleicht wird dir auch klar, dass dein Partner untreu ist, untreu war. Diese Sachen können auch jetzt ans Tageslicht kommen über die Sterne. Ja, das kann auch sein, dass da was ans Tageslicht kommt oder aber auch, dass derjenige auch darüber redet und einfach offen und ehrlich eben auch sagt, was eben los ist. Ne? Generell, der Fuchs steht auch für dein Bauchgefühl, also hör einfach auf dein Bauchgefühl und das, was du in der kommenden Woche denkst über deinen Partner, über deine Freundschaften, ist auch immer das Richtige. Ja, also das erste Gefühl, was du dazu hast, das erste Bauchgefühl ist auch das, was für dich das Richtige ist. Ne? Das, was du zuerst denkst, ist stimmig, ist wahr, ja. Dann gehen wir weiter und wir gucken jetzt mal, ich weiß nicht genau, was es für eine Karte ist. Wir lassen uns mal überraschen und es sind die Chakrenkarten. Und da zeigt sich das Halschakra. Und das steht auch für Erzengel Michael. Die Pyramide habe ich auch da hinten hingestellt. Vielleicht hast du die Pyramide, dann arbeite auch mit dem Halschakra. Ich finde, es passt mega gut zu den Themen hier vorne. Kommunikation natürlich, ja. Aussprache, aussprechen, ja, ganz wichtig in der kommenden Woche, dein Ausdruck. Das Halschakra steht für den Ausdruck deiner Seele und deiner inneren Wahrheit. Und das ist das, wovon ich eben auch schon gesprochen habe. Also es ist ganz, ganz wichtig, da klar zu sein. Ja, da wirklich, wirklich klar zu sein. Und ich kriege jetzt spontan so die Eingebung, wir machen einen kleinen Ausgleich vom Halschakra. Damit wir das einmal kurz reinigen und wieder neu auffüllen, damit du gewappnet bist für die nächste Woche. Und ich nutze einfach mal spontan mein Pendel dazu, mein Transformationspendel. Ihr kennt das, das ist bei den Reinigungskarten im Set, gibt es das aber auch einzeln. Und ich liebe es damit zu arbeiten energetisch. Und wenn du jetzt mitmachen möchtest, dein Halschakra klären möchtest, dann kannst du dich einfach ja, kurz entspannen und vielleicht auch mal so reinfühlen in dein Halschakra, was du da wahrnehmen kannst. Ja, wenn du sitzt, dann spür mal die Füße auf dem Boden, erde dich erstmal und dann guck mal, wie fühlt sich denn dein Halschakra an? Und wenn du Probleme hast mit der Wahrnehmung, dann schließ deine Augen und nimm dir einfach so einen Moment Zeit, dich auf dein Halschakra zu konzentrieren, ist in der Höhe der Schilddrüse, also wirklich direkt am Hals. Und guck mal, ob das vielleicht zusammengezogen ist oder ob du da so eine Weite spürst. Ist es unangenehm, irgendwie so ein Druck da drauf? Vielleicht spürst du auch, ist es kalt oder ist es warm? Und ich starte jetzt mal mit der Energieübertragung. Vielleicht spürst du auch die Energien direkt und ich reinige jetzt das Halschakra erstmal und dann füllen wir es wieder auf mit neuer Energie. Und es kann sein, dass du das als Kribbeln wahrnimmst, auch in diesem Bereich, als Wärme,
als Kühle. Vielleicht kommt dir auch ein spezielles Thema in den Sinn. Dann kann es auch sein, dass es ja um dieses Thema gehen wird in der kommenden Woche. Und dann haben wir gleich schon energetisch dran gearbeitet. Generell, wenn du Probleme hast, Dinge auszusprechen, ehrlich zu sein, weil du dich vielleicht nicht traust und denkst, boah, das kann ich jetzt nicht sagen. Kann es sein, dass mal so ein Ausgleich des Chakras bewirkt, dass du das dann einfach tust. Ne? Und es ist ja immer ein Ja zu dir, wenn du die Dinge aussprichst. Also trau dich das auch wirklich mal. Der Pendel hört nicht auf hier mit der Reinigung. Es scheint bei sehr vielen, die jetzt hier zuschauen, auch ein Thema zu sein. Halschakra ist immer, immer ein Thema. Eben weil wir Menschen sind, soziale Wesen, ja, die sich auch immer gerne anpassen. Gerade die Erwachsenen, Kinder sind da schon ehrlicher. Aber Erwachsene passen sich dann gerne mal an und ja, ist ein Nein zu sich selbst. Und versuch einfach mal in der kommenden Woche das auch zu üben und deine Wahrheit einfach auszusprechen und guck einfach mal, wie dein Gegenüber dann reagiert. Ja, das ist jetzt nicht damit gemeint, dass du jetzt frech sein sollst oder unverschämt irgendwelche Dinge sagen, sondern einfach nur lieb und nett deine Dinge aussprechen. Also auch zum Beispiel, wenn du dich mit jemandem nicht treffen möchtest, dann sagst du einfach, ich habe keine Zeit. Punkt. Ja, auch das nicht begründen. Ne? Oftmals sind wir dann in diesem Modus, ja, ich muss dann noch dies und ich muss noch das. Und nein, sag einfach, ich habe einen Termin. Punkt. Du musst dich nicht rechtfertigen. Ja, geh auch aus der Rechtfertigung raus. Das ist ganz wichtig für dich in der kommenden Woche. Und jetzt ist das Pendel in die andere Richtung geschlagen und jetzt füllen wir die Energie auf. Und da kann es sein, dass du jetzt wirklich so ein angenehmes Gefühl auch kriegst, weil du jetzt die Energie bekommst, die du brauchst, um deine Wahrheit auszusprechen. Erzengel Michael unterstützt auch das Ganze. Der ist da auch gerade aktiv. Also der wirkt auch immer für dich dann an deiner Seite praktisch. Ja, wenn du die Erlaubnis vorhin gegeben hast, dann arbeitet er für dich in deinem Thema. Ja, wunderbar. Richtig schön. War jetzt ganz spontan, war so nicht geplant. Also ihr könnt euch dann nur 3 Fragen stellen. Und dann gehen wir jetzt weiter zu der letzten Seite. Da geht es um die allgemeine Botschaft, die wir noch haben für die kommende Woche. Und da kommt die Beschleunigung. Und das ist so passend zu den anderen Karten, ne, wo es da vorwärts geht. Der Flow und die Hochzeit. Und da wird dir gesagt, wenn du dich zurzeit in einem energetischen Loch befindest, hilft dir diese Karte, schneller wieder herauszukommen. Sie beschleunigt deine Energie. Stelle dein Wasserglas auf das Energiezeichen und trinke das energetisierte Wasser. Könnt ihr jetzt so nicht machen. Also wenn du die Karten hast, kannst du das tun. Du darfst dir auch gerne einen Bildschirmdruck machen und das ausdrucken und damit arbeiten mit dem Wasser, wenn du möchtest. Das ist das Beschleunigungssymbol. Das gebe ich auch in meinen Ausbildungen weiter zum Engelmedium. Startet auch bald wieder. Und ich bin ja gerade noch in der Ausbildung zum spirituellen Coach und dann wird das immer drangehangen. Der spirituelle Coach ist immer Voraussetzung. Da arbeite ich dann schon 6 Wochen mit den Teilnehmern und dann sind die wirklich fit. Und dann gibt es in den anschließenden 2 Wochen nochmal die Symbole, damit sie mit den Symbolen zusätzlich noch arbeiten können zu den Engelenergien. Und das ist wirklich ganz toll. Also dieses Symbol ist wirklich, wenn du in so einem Mittagsloch hängst und machst eine kurze Energieübertragung, dann ist deine Energie wieder da. Aber die Karte sagt uns auch, dass da natürlich eine Bewegung reinkommt. Wenn etwas nicht so funktioniert hat in den letzten Wochen, Monaten, kommt jetzt eine Bewegung rein. Auf jeden Fall in der kommenden Woche ist das auch nochmal angezeigt. Und du darfst dir jetzt noch eine Frage stellen, allgemein, also egal in welchem Bereich, kannst du nochmal nachfragen. Und ich ziehe uns nochmal die Lennermann-Karten drauf. So, und da sind diesmal wieder 5 spontan rausgefallen. Und da ist jetzt die Aktivierungskarte dabei. Das heißt, die Energie wird nochmal aktiviert. Ja, du hast die Sonne, das Herz,
die Fische und den Berg. Und das heißt auch nochmal, dass Blockaden rausgehen werden in der kommenden Woche. Und so haben die Engel mir das die ganze Zeit auch gesagt, von der Zeitenergie her. Nach der Sonnenfinsternis gehen die Blockaden raus. Ne? Vorher war es ja wirklich, wirklich für viele ein bisschen holperig. Ja, es kommt jetzt wirklich die Energie wieder rein. Das Herz steht natürlich für die Liebe. Ja, da kann auch ein Thema vorwärts gehen, die Fische. Auch für Emotionen, ja. Vielleicht verliebst du dich auch, das kann auch gut sein. Also wenn du gar nicht damit rechnest, kann es auch sein, dass dir in der kommenden Woche dein Herzensmensch über den Weg läuft. Da spüre ich aber allerdings, wenn das passiert, eher in Realität. Also ich spüre jetzt kein Internet oder so oder virtuell, sondern ich spüre wirklich eine reale Verbindung, eine reale Geschichte. Deine Energie kommt zurück, wenn du dich ein bisschen energielos gefühlt hast, dann kommt die Energie jetzt zurück und auch die Selbstliebe wird aktiviert. Ne? Also wenn du jetzt nochmal eine Frage gestellt hast nach der Liebe, dann ist es wirklich so, dass da die Blockade, nach der du fragst, wirklich rausgeht. Ja? Wenn du nach deinen Finanzen gefragt hast, dann geht es auch da vorwärts, ne? Da geht wirklich auch die Sonne auf sozusagen, diese energetischen Blockaden, was die Fülle betrifft, werden auch rausgehen. Also wenn du jetzt ein finanzielles Thema gerade hast, dann wird sich das verbessern. Oder aber wenn du Geld brauchst, also du wirst das Geld zur Verfügung bekommen aus irgendwelchen Quellen, aus irgendwelchen Wegen, wirst du das schaffen, finanziell das hinzubekommen. Ja. Generell sehr positive Karten und ich arbeite jetzt für euch nochmal mit der Aktivierungskarte, dass jeder, der sich jetzt eine Frage gestellt hat, weil die Aktivierungskarte auch gefallen ist, aktiviere ich nochmal die Energie für dich und deine Frage, dass es da wirklich in der kommenden Woche für dich vorwärts geht. Ja, wunderbar. Ja, sehr schöne Energie. Und wie gesagt, wenn du bei meinem Kreis dabei bist vom Lichtwandel mit den Portaltagen, dann sind ja noch ein paar im Laufe des Monats. Und wenn du nicht dabei bist, dann findet auch noch wieder, wie immer, Ende des Monats die Energie der Engel statt. Da gibt es auch eine ganz tolle Meditation zur Erdung, zu der neuen Erdung. Die habe ich aufgenommen. Auch sehr, sehr wirkungsvoll. Also ganz, ganz schöne Energien. Und die startet am 21. Und dann haben wir ja auch immer noch mal mehrere Tage die Energieübertragung. Und da gibt es auch den internen Bereich noch mal mit zwei Videos für dich. Und das Thema Erdung ist einfach immer, immer wichtig. Und gerade auch, weil die Energien sich ja immer weiter erhöhen. Ne? Es ist ganz wichtig, immer die Erdung zu haben. Die Meditation ist auch mit der Urmutter. Die kam durch und das ist wirklich eine ganz tolle Reise in das Erdinnere praktisch. Und die Urmutter, ja, spricht auch zu dir in der Meditation. Also ganz, ganz faszinierende Energien. Ja, ich freue mich, wenn wir uns auch da sehen oder auch wenn du mir auf Instagram folgst oder auf Telegram, habe ich auch einen Kanal. Da ist nicht ganz so viel los, aber immer mal wieder auch. Und natürlich auf meiner Facebook-Seite und meine Facebook-Gruppe Lasse dein Licht strahlen. Da gibt es immer wieder Dinge zu gewinnen. Wenn du das Video jetzt noch an dem Donnerstag, also vorher schaust, ich stelle es ja immer Donnerstagabend vorher ein, kannst du auch noch einmal an meinem Gewinnspiel teilnehmen. Ich verlose auch noch eine Teilnahme an dem Lichtwandel zur Sonnenfinsternis am 10. Juni. Da kannst du gerne auch in die Gruppe kommen und noch teilnehmen und gewinnen, ja, im besten Fall. So, ihr Lieben, da sind wir schon am Ende des Videos angekommen und ich hoffe, du hast deine nötigen Impulse gekriegt. Ja, du konntest dir auch viel Fragen stellen für alle Lebensbereiche. Ich habe mich wieder mal für diese Legungsart entschieden, weil es euch so gefallen hat, dass ihr mehrere Karten auswählen könnt für die verschiedenen Themen. Und mal gucken, wie es nächste Woche ist. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und bis ganz bald. Tschüss.